Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heathen80 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich war ja gestern auf der Filmbörse in Nürnberg, ja, so Haspurns in Franken, ne, in Nürnberg. Und da habe ich den lieben Yusuf getroffen von Ike Media. Und er hat mir hier 3 Mediabooks mitgegeben für euch zum Vorstellen. Erstmal hier vielen herzlichen Dank dafür. Und es handelt sich um die 3 Mediabooks, die jetzt demnächst ja in den Vorverkauf gehen, nämlich am 29.03. um ca. 18 Uhr. Und der VÖ-Tag ist auch schon nicht mehr lange hin, nämlich am 31.03. werden sie auch schon dann direkt zu euch nach Hause verschickt, wenn alles soweit natürlich gut geht. In diesem kleinen Paket vom lieben Ike waren 3 Mediabooks eben drin. Einmal hier Flammen des Inferno, dann Wanted, Dead or Alive und dann noch zum Schluss The Rescue, ein chinesischer Film aus dem Jahr 2020. Und natürlich fangen wir an mit einem der besten Katastrophenfilme ja, des letzten Jahrzehnts oder Jahrhunderts, kann man sagen. Flammen des Inferno aus dem Jahr 1973 mit dem wunderbaren Steve McQueen, Paul Newman und auch William Holder und auch Faye Dunaway. Hab den Film schon lange mal gesehen gehabt, aber ich muss wirklich sagen, ich kann mich nicht besonders erinnern. Es ist echt schon lange her. Und ja, da gab es ja schon wieder extrem viel Kritik an diesem Mediabook, beziehungsweise eben auch an diese Veröffentlichung. Wo ist denn nun die Kino-Synchronisation von diesem Film? Da muss man klipp und klar sagen, das war nur eine Auftragsarbeit von Nameless für Warner Brothers und die haben nämlich auch dazu eben auch dann die Disc zugestiftet. Also das heißt, das ist ein Repack von diesem Film. Es ist keine neue Veröffentlichung. Die Blu-ray Disc ist dieselbe, die wir auch schon in der Emory gehabt haben. Aber natürlich für alle Mediabook-Fetischisten da draußen ist natürlich hier natürlich auch das ein gefundenes Fressen, diesen Film nun auch im Mediabook zu haben. Aber wie gesagt, es ist nicht die Kinofassung enthalten von diesem Film. Und das ist natürlich schon mal hier ein großer Kritikpunkt für viele. Ich muss gestehen, ich habe nie die Kinosynchronisation gehört. Deswegen kann ich jetzt auch nicht mitsprechen, gebe ich zu. Ja, also von daher ist es für mich gar nicht so mal dramatisch. Einfach aus dem Grund, weil ich eben nur die Blu-ray Disc angeguckt habe. Und das, wie gesagt, ist auch schon wirklich sehr lange her. Wir haben hier eben das KVA-Motiv. Für mich persönlich das schönste Motiv ist jetzt eben hier, kann man sagen, das Kinoplakat. Und das Ganze schaut hier so aus im fertigen Produkt. Und alle Mediabooks sind auf jeweils 500 Stück limitiert. Davon gibt es eben 3 Covermotive. Einmal das Cover A nochmal hier und hier das Produktfoto. Dann das Cover B ist ein Charakterenfoto mit den ganzen Charakteren drauf, in weiß gehalten. Auch das schaut sehr schick aus. Und natürlich für alle Retro-Sammler da draußen. Ja, Cover C ist natürlich das Retro-Motiv und das schaut hier so aus. Auch das gefällt mir ganz gut, aber ihr wisst, ich bin jetzt kein großer Freund von diesen Retro-Motiven. Aber so langsam aber sicher werden auch die immer besser, aber manche auch wieder nicht. Also das zum Beispiel fand ich auch sehr schick, aber auch das von, die Todeskralle ist auch extrem stark geworden. So viel schon mal dazu und noch ein kleiner Hinweis für euch. Es gibt auch ein Gewinnspiel zu das Flammende Inferno auf Ikes Facebook-Seite. Da könnt ihr eben bis zum 7.4. mit kommentieren und euch dann euer Wunsch-Kaffeemotiv zu Flammendes Inferno auch mit aussuchen. Und das könnt ihr auch eben dort gewinnen, einfach kommentieren. Aber ihr müsst, wie gesagt, aufpassen, da wurde auch schon mal ein Fake-Account erstellt von Alchemed. Also hier bitte aufpassen und dann auf jeden Fall hier viel Glück bei dem Gewinnspiel. Und jetzt aber lange Rede, kurzes Sinn, wir machen mal die Folie runter und werden uns mal dann das Mediabook mal ganz genau angucken. Und die Folie geht hier wirklich sehr schwer runter. So, sie ist auch schon unten. Und da ist es auch schon schick aus der Folie gepellt. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt in die Ego-Perspektive über und gucken uns mal das Mediabook mal aber ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Mediabook zu Flammendes Inferno in der Cover-A-Variation. Und hier erstmal das Mediabook-Motiv.
Ich finde es ein bisschen schade, dass nicht das ganze Motiv hier komplett auf dem ganzen Meterbuch draufgedruckt ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, aber ich schätze mal auch wegen Produktion von Flammendes Inferno. Aber das hätte es irgendwie ausgemacht, wenn das Ganze eben hier komplett drüben gewesen wäre. Auch für ein bisschen paar Glanzeffekte. Wir haben zwar hier eins auf Flammendes Inferno, das haben wir schon mal sehr schön gemacht. Aber irgendwie wäre es natürlich cool gekommen, wenn hier der komplette Tower, zumindest dieses Hochhaus, auch hier in einem Glanzeffekt bestehen würde. Oder auch Hubschrauber hätte es noch ein wenig aufgehübscht. Aber so an sich schaut es schon mal sehr schön aus. Wir gehen noch ein bisschen näher ran an das Motiv. Und so schaut das Ganze hier aus. Und ist auf jeden Fall auch gut zu erkennen, eben hier die Löschmänner, zumindest die Strahler, die nach oben gehen, um zu begutachten alles. Und hier eben dann das brennende Hochhaus. Und ihr seht schon auch hier einige schöne kräftige Farben. Und hier noch dann die Hubschrauber, die gerade versuchen eben die Leute zu retten. Hier haben wir das ganze Motiv und hier, wie gesagt, der Schriftzug ist hier in einem Glanzeffekt. Wir sehen auch hier Irwin Allens Produktion von Flammendes Inferno. Also hier, schade, das wäre noch cool gekommen, wenn eben das ganze Bild auf dem kompletten Metabook gewesen wäre. Dann gucken wir uns mal den Spine an, auch hier nochmal dann Flammendes Inferno. Und hier Nameless und das Warner Bros. Logo, wie gesagt, ist eine Auftragsarbeit gewesen von Nameless. Und die Discs wurden eben dann von Warner gegeben. Also ist hier nochmal ein Repack von der Blu-ray Disc und auch von der DVD, damit ihr Bescheid wisst. Und hier eben nochmal dann oben eben das Bild nochmal vom Artwork von vorne nochmal drauf. Und dann gucken wir uns nochmal kurz die Rückseite an. Und das werden wir uns jetzt mal genau angucken, denn es gibt ja hier wirklich viele Kritiker, dass man auch hier alles gucken muss, aber wirklich keine Schreibfehler drin sind. Und ich habe es ja auch schon durchgelesen, ich habe bisher nichts gefunden vorher. Ihr könnt es auch gerne hier durchlesen, selbst durchlesen am besten, weil jetzt alles vorzulesen ist ja Quatsch. Und hier eben dann die Charaktere, einmal hier Steve McQueen, Paul Newman, William Holden und eben Faye Dunaway, die haben auch hier einen Glanzeffekt bekommen. Und hier eben dann mal das Hochhaus nochmal von der Seite. Ein paar weitere Szenenfotos aus dem Film. Und hier die Special Features in gelb geschrieben. Ein bisschen vielleicht schwer zu erkennen. Einfach mal auf Pause drücken. Und auch hier haben wir auf jeden Fall auch die richtigen Credits. Nachdem es ja bei City Cobra ein bisschen was falsch gelaufen ist. Hier auf jeden Fall hier auch mit den richtigen Credits. Dann haben wir hier den Hinweis KVA-Motiv. Wir haben hier Deutsch und Englisch in Sprache, Tonformat, Blu-ray Disc, Dolby Digital 2.0 und DTS HD Master Audio. Und natürlich sind hier Deutsch. Der Film geht 165 Minuten auf Blu-ray Disc und 158 Minuten auf DVD. Und hier eben dann nochmal Hinweis, das Warner Bros. Logo und ist limitiert auf 500 Stück und hier haben wir 391 bekommen. Und wurde produziert 1974, Entschuldigung, habe ich das versprochen, ist 1974 eben veröffentlicht worden. Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Und so viel schon mal zu dem Rückseite von dem Mediabook. Wir schlagen mal auf, auch hier nochmal kurz, das Mediabook an sich ist stabil gebaut worden. Und dann schlagen wir hier mal auf und wir haben hier schon ein sehr farbenkräftiges Cover, also das Artwork von hinten drauf, schaut richtig stark aus, gestochen, starke Bilder auch und vor allem auch wirklich sehr krasse, satte Farben haben wir hier. Und auch hier ein zusammenhängendes Hintergrundmotiv, was auch gleich mit die Disc integriert, was mir auch sehr gut gefällt. Hier vorne ist wieder die DVD drin. Warum die immer hier vorne ist, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste eigentlich die DVD hinten sein, aber ja, es ist jetzt auch wieder hier auf hohem Niveau, wie ich persönlich finde. Man kann ja auch den Disc umstecken, wenn es einen stört, aber hier auf jeden Fall die DVD, 158 Minuten und wie gesagt, passt auch hier sehr gut mit dem Feuerwehrmann zusammen. Auch hier der Übergang zu der Disc. Wir machen mal die Disc hier mit raus und dann sehen wir auch hier schon mal dann das komplette Hintergrundmotiv. Der Mann natürlich rennt hier durchs Bild, hier auch unscharf, aber die Flammen hier schauen wirklich hier schon sehr realistisch aus. Und wie gesagt, auch ein sehr scharfes Bild, was mir hier genommen wurde. Und dann blenden wir hier mal durch.
dann hier, das höchste Gebäude der Welt brennt, eine der erfolgreichsten Vertreter des Katastrophenkinos. Der Text enthält Spoiler und sollte erst nach Sichtung des Films gelesen werden, was auf jeden Fall auch passieren wird. Hier erstmal schon ein paar Bilder wieder aus als Hintergrund und eben hier eben eingefügt den Text. Und auch das schaut hier schon mal sehr schön aus mit weißer Schrift. Und hier geht es erstmal dann um die Entstehung des Films, was für mich immer sehr wichtig ist zu erfahren, eben, weil ich das immer sehr gerne lese, wie es eben entstanden ist, wie viel die Produktionskosten waren, was es für Schwierigkeiten gab bei der Produktion, bei den Dreharbeiten. Das interessiert mich hier. Und dann hier dann der Turm und Inferno, die Romanvorlagen von der Brosma auf die Kinoleinwand. Und dann geht es hier weiter, dann die Katastrophenfilm im Wandel der Zeit. Ich würde mal sagen, hier geht es wahrscheinlich auch über die kompletten Jahrzehnte bis zur Neuzeit hin, weil es so viele Katastrophenfilme gab. Und hier geht es hier auch, Deep Impact ist hier mit dabei, Armageddon und wahrscheinlich auch The Day After Tomorrow. Genau, Moonfall, ja, Moonfall, den darf man auf jeden Fall ganz schnell wieder vergessen, wie ich persönlich finde. Den finde ich wirklich sehr, sehr schlecht, aber ist auch nur meine persönliche Meinung. Dann gibt es Informationen über die Hauptdarstellerin hier, John Kühlerman. Nichts geht über einen spannenden Film auf einer großen Leinwand. Dann haben wir hier Steve McQueen. Schauspielern ist wie Rennen fahren. Man braucht die gleiche Konzentration. Dann haben wir hier Paul Newman. Um Schauspieler zu werden, muss man ein Kind sein. Und dann haben wir hier nochmal zum Schluss den Oscar. 1986 erhielt Paul Newman einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk. Dann haben wir hier William Holden und nochmal hier Faye Dunaway. Ich bin ein wenig anstrengend, aber damit erregt man Aufmerksamkeit. Ja, das sage ich auch immer. Ich bin auch sehr anstrengend, privat und auch auf der Arbeit. Ja, und das ist mir auch ganz recht. Und da hat sie auch vollkommen recht. Und natürlich hier John Williams, der legendäre Komponist, der auch Star Wars gemacht hat und viele weitere Filme, Legende zu Lebzeiten. Und hier geht es auch noch mal eine kleine Biografie über ihn. Und was soll ich sagen, ein sehr schönes Artwork, zumindest auch sehr schönes Booklet hier mit Filminformationen über den Film. Und noch auf der letzten Seite haben wir hier dann die Blu-ray Disc mit auch hier einem zusammenhängenden Hintergrundmotiv und auch noch mal dazu dann eine passende Disc integriert. Und auch das schaut hier sehr gut aus, Flammen des Inferno mal hier. Und wenn man jetzt eben die Disc hier rausnimmt, dann schaut das Ganze hier so aus. Und eben die Blu-ray Disc geht auch hier 165 Minuten. Jawohl, Linger Sepp. Und das war auch schon das wirklich sehr schöne Mediabook zu Flammen des Inferno. Und ich freue mich schon, diesen Film anzugucken. Denke mal, wenn ich jetzt frei habe, Urlaub habe, dann werde ich mir diesen Film einlegen. Denn nach dem Frühdienst, also vom Frühdienst, wird es wirklich sehr schwer werden, diesen Film auch durchzuhalten. Einfach so gut, weil er auch so extrem lange geht. Ja, das war es auf jeden Fall von Das Flammende Inferno im Mediabook Cover A. Und wieder mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war wirklich das wirklich sehr schöne Mediabook zu dem Film Flammendes Inferno in der Cover A-Variante. Wie gefällt euch das Covermotiv? Wie gesagt, mein Kritikpunkt ist bloß eigentlich dieser schwarze Balken. Das hätte ich wirklich gerne ein bisschen verschoben gehabt. Aber ansonsten haben wir hier ein echt sehr schönes zusammengefasstes Mediabook auch mit schönem Innenanteil, Buchanteil und natürlich auch hier hervorragendes Cover-Artwork, bis eben auf diese schwarzen Balken. Ja, natürlich der größte Kritikpunkt ist natürlich die fehlende Kino-Synchronisation. Das muss man ja klipp und klar sagen. Aber dafür kann eigentlich nur Warner Bros. Was dafür. Einfach aus dem Grund, weil die haben eben die Discs dafür zur Verfügung gestellt. Also geht da leider nichts mehr weiter voran. Ob die jemals erscheint, die Kinosynchronisation, das ist natürlich fraglich. Schöne wär's. Ansonsten können wir einfach den ganz normalen Blu-ray-Disc hier mit reinpacken und hätte man auch hier ein rundum sorglos Paket. Ja, was sagt ihr zu dem Mediabook? Werdet ihr es euch vorbestellt? Habt ihr den Film schon gesehen? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wie gesagt, ab dem 29.03. in den Vorverkauf um ca. 18 Uhr und die VÖ ist dann schon am 31.03. Und ja, wir gehen gleich weiter zum nächsten Mediabook und das seht ihr auch gleich jetzt hier im Anschluss von diesem Video. Also bleibt dran, bis gleich, tschüss mit Ö und Piep.